Auf den Wunsch diverser Zuschauer hin, hier ein paar Minuten trackbares Material. Alle Videos laufen mit halber Geschwindigkeit ab, damit YouTube die vollen 50 Bilder pro Sekunde anzeigen kann. Wenn ihr sie in Originalgeschwindigkeit haben wollt, müsst ihr sie einfach in Blender mit 50 Bildern pro Sekunde oder in eurem Videoschnittprogramm mit doppelter Geschwindigkeit anzeigen. Grenze.